Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Er, der das Wort heißt, wurde ein Mensch und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Gott selbst, steht zu Beginn des Johannesevangeliums, hat sich also in Szene gesetzt. In einer Inszenierung durch einen Menschen namens Jesus von Nazareth. Was aber lief damals für einen Film ab? Ein geschickt inszeniertes Drama? Eine Tatsachendoku? Ein spannendes Roadmovie? Oder eine fulminante Reality-Soap? Leider verpasste man es damals, ein Making-of dieses Films zu drehen. Wer war das Star dieses Films? Der Protagonist der wahrscheinlich berühmtesten Geschichte der Menschheit. Wer war Jesus von Nazareth? Eins steht zu Beginn dieser Spurensuche einwandfrei fest: die Existenz Jesu und das Faktum seiner Kreuzigung. Was aber wissen wir darüber hinaus über ihn? Die Evangelien sagen, Jesus von Nazareth sei der Sohn Gottes. Und die Evangelien sagen, dass Jesus sagte, er sei der Sohn Gottes. Wenn das aber wahr ist, dann schreit dies eigentlich nach unglaublichen Konsequenzen. Und es wird dann kaum mehr reichen, einfach bloß die Bergpredigt irgendwie ein bisschen cool zu finden. Und wenn es nicht stimmt? Wir kennen seine Geschichte aus diversen antiken Quellen, vor allem aber aus den vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Doch hört und liest man von Wissenschaftlern inzwischen ja allerhand Kritisches. Ist diesen Quellen überhaupt zu trauen? Was weiß die Forschung heute über Jesus von Nazareth? Was wissen wir heute tatsächlich über die Hintergründe und die Geschichte des Mannes, dessen Einfluss auf die Geschichte ohne jede Parallele ist? Ohne ihn wäre die Geschichte, wäre überhaupt alles anders verlaufen. Darum ist seine Geschichte auch so unendlich wichtig. Und darum ist es ein spannendes und lohnendes Unterfangen, diesen großen Film zu betrachten und zu beleuchten, um nachzuholen, was einst versäumt wurde, nämlich das Making of Jesus Christ. Einer, der den Evangelien mehr als kritisch gegenübersteht, ist der niederländische Regisseur Paul Verhoeven, der zu Hollywoods Top-Liga gehört und mit Filmen wie Basic Instinct, Rubber Cup, Total Recall oder Starship Troopers zeitlose Meisterwerke schuf. Paul Verhoeven sieht in seinem 2008 veröffentlichten und vielbeachteten Buch Jesus of Nazareth in den Evangelien pointiert vor allem eins: die Geschichte eines wohl klugen, aber letztlich naiven und gescheiterten Charismatikers, den seine Jünger und späteren Anhänger erst posthum zur halsbringenden Christusfigur stilisierten. Mit dieser Meinung steht der studierte Mathematiker und Filmregisseur zwar nicht alleine da, doch kaum jemand sonst vertritt seine Meinung mit so viel Feuer und Temperament. Also, dachte ich, beginne ich meine Spurensuche bei meinem berühmten Berufskollegen. Wir fahren also zum Lokaltermin nach Den Haag. Ein Experte ist Paul allemal. Immerhin hat er sich während 25 Jahren mit diesem Stoff befasst. Ist die Figur Jesus von Nazareth eine Fiktion?
When I was already 3-4 years old, I was wondering what this is all about. Who is this guy that basically everybody is son of God? And what does that mean? You know, how do you? Bereits als 4- oder 5-Jähriger fragte ich mich, was das für ein Mann sei, von dem alle reden und sagen, er sei der Sohn Gottes. Son? God has a son? I mean, how? Was soll das heißen, Sohn Gottes? Diese Definition scheint mir idiotisch. Gott soll einen Sohn haben. Wie denn? Wie hat er ihn gezeugt? Die christlichen Kirchen haben Jesus als Person in den Mittelpunkt gestellt, nicht seine Lehren und Gleichnisse. Das halte ich für völlig falsch. Es geht nicht um ihn als Person, sondern darum, was Jesus gelehrt hat. Seine Worte und seine Parabeln sind unübertroffen in ihrer Klarheit und mit ihrer Innovationskraft. Jesus war ein Genie und steht mindestens auf derselben Stufe wie Mozart oder Einstein. Bei diesem Jesus von Nazareth muss es sich also auch nach Meinung eines Skeptikers immerhin um einen sehr klugen Mann gehandelt haben. Auch nach Jahren und zahlreichen Büchern und Schriften bekämpfen sich in mir Glaube und Zweifel. Am besten begeben wir uns deshalb an den Anfang der Geschichte. Und zwar in das Land, in dem sich Gott laut Johannesevangelium in einem Menschen im Norden Israels in Szene gesetzt haben soll und in dem 3 der 5 Weltreligionen ihren Ursprung haben. Also Josef war wahrscheinlich wirklich Tischler, Zimmermann, wobei die zu dieser Zeit eine ganze Menge gemacht haben, auch mit Steinen umzugehen wussten, Baumeister waren. Wenn das eine traditionelle Familie war, war er wahrscheinlich einiges älter als Maria, die relativ jung war, wahrscheinlich noch ein Teenie. Die Chance, dass Jesus Einzelkind war, ist sehr gering, weil das einfach nach jüdischem Recht und jüdischer Tradition ein Sakrileg gewesen wäre, nur ein Kind zu haben. Da hat man Kinder, hat man viele Kinder. Und die Evangelien sprechen von Jakobus, der Bruder, Salome, eine Schwester. Also der hat Brüder und Schwestern. Man kann dann das so drehen, dass Josef dann aus einer ersten Ehe schon Kinder hatte. Da kann man die Jungfräulichkeit von Maria bewahren. Aber das ist dem Dogma geschuldet, würde ich sagen, diese Interpretation. Die Firma Josef und Söhne dürfte ihr Brot im nahegelegenen Sepphoris verdient haben. Herodes Antipas nämlich ließ die einst zerstörte Stadt im griechischen Stil wieder glanzvoll aufbauen. Da dieses Sepphoris keine Stunde Fußmarsch von Nazareth entfernt lag, dürfte Jesus schon als Jugendlicher mit der hellenistischen Kultur in Berührung gekommen sein. Gut möglich, dass er mit seinen Freunden den Markt, die Tavernen, sogar das Theater besuchte. Die hellenistische Kultur prägte den östlichen Mittelmeerraum maßgeblich, weshalb wir annehmen können, dass Jesus nebst der Umgangssprache Aramäisch und der Schriftsprache Hebräisch auch die Weltsprache Griechisch beherrschte. In Jerusalem indessen standen die Galiläer nicht sonderlich hoch im Kurs. Ihr Ruf war zweifelhaft und man hielt sie für grobschlächtige Provinzler. Und überhaupt war man sich in Jerusalem nie sicher, ob es sich bei den Galiläern um echte Juden oder nicht schon um Heiden handelte. Darüber hinaus genoss insbesondere Nazareth offenbar keinen besonders guten Ruf, wie eine Stelle im Johannesevangelium illustriert. Philippus sucht dort seinen Kumpel Nathanael auf und schwärmt vom neuen Messias. Wir haben ihn gefunden, über den Moses im Gesetz geschrieben hat. Es ist Jesus aus Nazareth. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus aber sagte zu ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Somit steht sie also, die historische Bühne. Die Kulissen sind gebaut und das Filmset ist eingerichtet. Und dort nun betritt der damals etwa 35-jährige Sohn eines Baumeisters aus dem Dorf Nazareth das Set und die Geschichte nimmt ihren Lauf.
Es war das 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Präfekt in der Provinz Judäa, Herodes regierte in Galiläa. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiphas. Johannes, der Sohn des Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Da erreichte ihn der Ruf Gottes. Da machte er sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete: Ändert euch und lasst euch taufen, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben. Johannes, der Täufer, predigte den nahen Weltuntergang und warnte seine Zuhörer vor dem Strafgericht Gottes, das unmittelbar bevorstehe. Dem Zorn Gottes kann entgehen, wer sich von ihm, Johannes, im Jordan taufen lässt. Bei Markus lesen wir, dass reumütige Täuflinge vor allen Anwesenden ihre Sünden bekannt haben. Und so kam auch Jesus von Nazareth zum Jordan und wollte wie andere Sünder sich taufen lassen. Offenbar fühlte auch Jesus sich schuldig und war der Überzeugung, dass auch er dieses reinigenden Rituals bedürfe. Er war eine simple Person, he felt. Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte: Du kommst zu mir? Eher hätte ich es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Aber Jesus antwortete: Lass es geschehen. Damit tun wir, was Gott von uns jetzt verlangt. Da gab Johannes nach. Jesu Taufe am Jordan markiert offensichtlich den Wendepunkt im Leben Jesu. Er findet seine Berufung und er wird ihr kompromisslos folgen. Bis zum bitteren Ende kaum ein Jahr später, vor den Stadtmauern Jerusalems. Gleich danach trieb der Geist Gottes ihn in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und der Satan stellte ihn auf eine harte Probe. Die Versuchungsgeschichte, die wurde mir auch so ein bisschen zu sehr verharmlost. Dass Jesus auch die Versuchung hatte, auf Macht, auf Schau abzufahren und so weiter oder auf Reichtum, nicht? Dass das für ihn eine echte Versuchung war, das glaube ich dann wieder nicht, das glaube ich. Der Teufel führte Jesus auf einen Berg und zeigte ihm auf einen Blick alle Reiche dieser Erde und sagte: Ich will dir die Macht über all diese Reiche in ihrer ganzen Größe und Schönheit geben. Sie ist mir übergeben worden und ich kann sie weitergeben, an wen ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich an. Bei den Recherchen zu diesem Film sagte man mir, dass in der modernen Theologie Konsens herrsche, dass die Hölle in der Predigt Jesu eine Metapher sei, welche die Gläubigen zur Entscheidung für den guten Weg herausfordern soll. Es bleibt im umgekehrten Sinn die Frage, ob dann der Himmel in Jesu Predigt auch bloß als Ermunterung und Anreizsymbol zu verstehen ist, um die Menschen zum Guten anzuspornen. Ist die Hölle gemäß der modernen Theologie tatsächlich bloß Schauerkulisse? Hat sich Jesus getäuscht oder wollte er uns bloß einen tüchtigen Schrecken einjagen? Hat Jesus an die Existenz des Teufels geglaubt? Das müssen wir historisch annehmen. In den Tagen, in denen Jesus lebt, vor allem im Umkreis der Pharisäerbewegung, der er ursprünglich zugehört hat, sind diese Vorstellungen. Das beginnt im 6., 5. Jahrhundert vor Christus nach dem babylonischen Exil von Persien her in die Bibel Eingang zu finden. Die Vorstellung einer Gegenwelt von Geistern und Dämonen, die die Welt verwirteten und das menschliche Herz versuchen könnten,
wird vor allem in der Apokalypse immer stärker ausgesprochen. Vom 2. Jahrhundert an sind Endzeitfantasien im Schwange. In diesen Gedankenstrom hinein gehört geistesgeschichtlich zweifellos die Botschaft Jesu. Während die anderen Evangelisten berichten, Jesus sei nach seinem Aufenthalt in der Wüste nach Galiläa zurückgekehrt und habe dort in Kapernaum die beiden Fischer Petrus und Andreas als Jünger berufen, offeriert uns das Johannesevangelium eine ganz andere Geschichte. Ja, es erwähnt nicht einmal Jesu Aufenthalt in der Wüste. Der frisch Getaufte aus Nazareth trifft seine beiden treuesten Gefolgsleute, die beiden Brüder Simon Petrus und Andreas, nicht später am See Genezareth, sondern unter den Jüngern des Täufers. Dabei stellt sich bereits zu Beginn die Frage, inwieweit wir den Quellen überhaupt trauen dürfen. Wann wurden die Evangelien geschrieben? Wenn Sie von den Handschriften ausgehen, dann haben wir die frühesten Quellen Anfang des 2. Jahrhunderts. Da gibt es den berühmten Papyrus 52, das ist so ein kleines Stück. Das beweist aber, dass um 125 nach Christus in Ägypten das Johannesevangelium bekannt war. Die Evangelien selber sind natürlich eine Generation oder zwei Generationen vorher entstanden, also um 70 nach Christus, das Markus-Evangelium um die 70 nach Christus herum entstanden und die anderen Evangelien dann danach, weil sie das Markus-Evangelium benutzt haben als Quelle. Was gibt es für einen Anhaltspunkt, dass das Markus-Evangelium um 70 und nicht vielleicht doch um 50 geschrieben worden ist? Ein Anhaltspunkt ist offenbar die Kenntnis schon des jüdischen Krieges, also dass da spiegelt sich die Belagerung Jerusalems in einigen Texten. Als Jesus wieder aus dem Tempel ging, sagte einer seiner Jünger: Rabbi, sieh doch nur diese gewaltigen Steine und dieses prachtvolle Gebäude. Da sagte Jesus: Du bewunderst dieses riesenhafte Bauwerk? Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Die Erwähnung von Jesu Weissagung über Jerusalems Zerstörung ist also offenbar der Hauptgrund, weshalb Forscher die Entstehung der Evangelien nach dem Jahr 70 und damit bereits zwei Generationen nach Jesus ansetzen. Aber diese Annahme ist genauso spekulativ und im Grunde genommen spricht deshalb nichts dagegen, dass die Evangelien vielleicht nicht doch viel früher und von Augenzeugen geschrieben wurden. Dass die Jünger kurze Zeit nach dem vermeintlichen Scheitern ihres Meisters am Kreuz zur Ansicht kamen, in Jesus Gott selbst erblickt zu haben, entspricht jedenfalls den historischen Tatsachen. Es will mir deshalb einfach nicht in den Kopf, dass es keinem der Jünger eingefallen sein soll, Jesu Geschichte oder wenigstens seine Worte für die Nachwelt und die im Ausland rasch entstehenden Christengemeinden aufzuschreiben. Als Juden waren sowohl Jesus selbst als auch seine Jünger des Schreibens und des Lesens wahrscheinlich mächtig. Berichten uns in den Evangelien also vielleicht doch Augenzeugen? Stehen hinter den Evangelisten Matthäus und Johannes womöglich sogar die einzigen Jünger Jesu? Es gibt Anhaltspunkte, die dafür sprechen. Es gibt deshalb auch gute Gründe, die Evangelien nicht bloß als theologische Schriften, sondern durchaus auch als historische Berichte zu begreifen. Folgen wir also für einen Moment dem Johannesevangelium, das uns im zweiten Kapitel den weiteren Verlauf der Geschichte schildert. Zwei Tage später fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Jesus war mit seinen Jüngern eingeladen und auch seine Mutter war dort. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Du brauchst mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe, Mutter. Meine Zeit ist noch nicht da. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Ton, von denen jeder 80 bis 120 Liter fasste. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen: Nehmt eine Probe des Wassers und bringt sie dem Mann, der für dieses Fest verantwortlich ist. Das taten sie, und der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten es. Er rief also den Bräutigam zu sich und sagte: Jeder bringt doch zuerst den besten Wein auf den Tisch, und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der gewöhnliche. Aber du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum und blieb einige Tage dort.
Johannes berichtet im Gegensatz zu den anderen Evangelisten, dass Jesus kurz nach der Hochzeit von Kana in Jerusalem die berühmte Tempelreinigung vornimmt. Um die Opfertiere zu erwerben, mussten die frommen jüdischen Pilger die unreinen heidnischen Währungen gegen den einheimischen Schekel eintauschen. Die Priester schlitzten dann die Kehlen von Tausenden von Schafen und Ziegen auf und verbrannten deren Eingeweide auf dem Brandaltar. Während der Festtage muss sich der Tempel in ein Schlachthaus verwandelt haben. Jesus sieht das geschäftige Treiben der Händler und Geldwechsler und er gerät in Rage. Er stößt die Tische der Wechsler um und verjagt die Händler mit einer Peitsche. Matthäus, Markus und Lukas setzen die Tempelreinigung kurz vor der Passion an und ein großer Teil der Forscher sieht in diesem Ereignis den entscheidenden, aufrührerischen Akt, der zwangsläufig mit der Kreuzigung enden musste. Die Version im Johannesevangelium erscheint mir allerdings plausibler. Die Tempelreinigung passt nicht in die letzten Tage Jesu, in denen er zwar polemisch, aber intellektuell auf verbale Weise mit dem Klerus streitet. Diese spontane Aktion passt vielmehr zu einem Propheten, der mit seinem öffentlichen Wirken beginnt und mit Eifer und voller Tatendrang die Szene betritt, um die Welt zu verändern. Die Leute fragten ihn: Woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns einen eindeutigen Beweis. Jesus antwortete: Reiß dieses Haus Gottes nieder und in 3 Tagen werde ich es wieder aufbauen. Sie hielten ihm entgegen: Für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn die Jünger sagen, er war der Christus nach der Auferstehung, oder wenn sie sagen, er war der Sohn Gottes, dann ist das nicht deswegen falsch, weil Jesus nicht gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Sondern er hat sich offenbar in seiner irdischen Existenz so verhalten, dass dieses Bekenntnis nach der Auferstehung provoziert worden ist zu ihm. Das heißt, er hat einen enormen Anspruch, Vollmachtsanspruch gestellt, den man in allen Schichten auch des Neuen Testaments noch herausspüren kann. Dass man sieht, es gibt keine Schicht des Neuen Testaments, wo uns nicht in der Gestalt Jesu Christi ein enormer Anspruch an Vollmacht, an quasi gottgleicher Vollmacht entgegenkommt. Nämlich, wenn er sagt, dass er vergibt die Sünden in eigener Person und Vollmacht. Er sagt, wenn er die Wunder tut, dass dann sozusagen das Reich Gottes in seiner Botschaft und in seinem Handeln einbricht in die Welt. Also wenn man so will, der Gottesherrschaft in der Welt bricht sozusagen im Tun und Lehren Jesu an. Das kann man deutlich, meine ich, aus dem historischen Jesus auch herauslesen. Beim Betrachten der Quellen fällt etwas auf, das offenbar selten bis nie Beachtung findet. Lukas berichtet nämlich, dass Johannes der Täufer im Jahr 29 in die Wüste ging. Johannes war bereits berühmt und prominent, als der Mann aus Nazareth zu ihm kam. Wenn die Zeitangaben bei Lukas stimmen, vergingen keine 12 Monate bis zur Kreuzigung im April des Jahres 30. Selbst wenn Lukas als gebürtiger Syrer nach dem syrischen Kalender rechnete, dauerte Jesu öffentliches Wirken weniger als 2 Jahre. In kurzer Zeit müssen sich die Ereignisse also überschlagen haben. Jesus indessen geht mit seinen Getreuen zuerst zurück an den Jordan. Und seine Anhänger taufen nun ebenfalls. Den geistlichen Autoritäten in Jerusalem kommt zu Ohren, was sich da unweit der Stadt am Jordan tut. Und offenbar ärgert sie das Treiben gewaltig, was Jesus dazu veranlasst, nach Galiläa zurückzukehren. In Kana, am Ort des ersten geschilderten Wunders, vollzieht Jesus ein zweites und heilt gemäß den Angaben des Johannesevangeliums in Kapharnaum den erkrankten Sohn eines Beamten. Von dort ging er in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat sprach er in der Synagoge und alle, die ihn hörten, waren sehr verwundert. Wo hat er das her? Fragten sie einander. Von wem hat er die Weisheit? Wie kann er solche Wunder tun? Er ist doch der Zimmermann, der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und leben nicht alle seine Schwestern hier bei uns? Darum wollten sie nichts von ihm wissen.
Aber Jesus sagte zu ihnen: Ein Prophet wird überall geachtet, nur nicht in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und seiner Familie. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich, dass die Leute von Nazareth ihm kein Vertrauen schenkten. Darum ging er in die umliegenden Dörfer und sprach dort zu den Menschen. Lukas berichtet, dass Jesus in Kapharnaum am Nordufer des Sees Genezareth mehr Erfolg hat bei den Menschen. Der Fischerort, aus dem die Apostel Petrus und Andreas stammen, wird für ihn in den nachfolgenden Monaten zur Operationsbasis. Jesus kam nach Kapharnaum in Galiläa. Auch hier sprach er in der Synagoge zu den Menschen. Die Zuhörer waren tief beeindruckt, denn er sprach wie einer, hinter dessen Worten Gott selbst steht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er schrie: Was hast du mit uns vor, Jesus von Nazareth? Willst du uns zugrunde richten? Ich kenne dich. Du bist der, den Gott gesandt hat. Jesus befahl dem bösen Geist: Sei still und verlass ihn. Da schüttelte der Geist den Mann und verließ ihn. Aber sonst tat er ihm nichts. Die Leute erschraken alle und sagten zueinander: Wie redet dieser Mensch? Mit unwiderstehlicher Autorität befiehlt er den bösen Geistern zu weichen und sie gehorchen. So kam es, dass man in der ganzen Gegend von Jesus sprach. Im damaligen Weltbild waren Dämonen zweifellos unsichtbare, böse Geister, die alle Arten von Übeln hervorrufen konnten. Phänomene, die gern auf dämonisches Wirken zurückgeführt wurden, waren bestimmte Formen von Krankheiten, besonders auch Krankheiten im Bereich der massiven geistigen Störungen oder psychosomatische Erkrankungen. Wir haben es hier einfach mit der Vorstellung zu tun, dass verschiedene Formen des Übels personifiziert werden. Ja, wie in dieser Grundidee des Teufels, der also sozusagen die Personifikation des Bösen schlechthin darstellt. So Jesus really believed, Jesus war ein Exorzist. Er trieb Geister und Dämonen aus, was immer man sich darunter vorstellen mag. Dabei ging das meiner Meinung nach recht handfest, zuweilen rabiat zu, so ähnlich wie im Film Der Exorzist von William Friedkin. He had to take the guy out, the demon, and he would say, go out, you know, and he would go out. It would be really much, much more violent than we assume. Von einem äußerst spektakulären Exorzismus berichtet Lukas im 8. Kapitel seines Evangeliums. Auf der Ostseite des Sees Genezareth kommt ein nackter Mann auf Jesus und seine Begleiter zu, von dem es heißt, dass er in den umliegenden Grabhöhlen haust. Als er Jesus erblickt, wird der Mann hysterisch, schreit und wälzt sich auf dem Boden. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Bitte quäle mich doch nicht! Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Ich heiße Legion. Es waren nämlich viele Geister in den Mann gefahren. Mein Name ist Legion, denn viele sind wir. Wenn man das übersetzen will, müsste man jetzt sagen: Guter Mann, wenn du mir wirklich helfen willst, dann musst du realisieren, dass es mich überhaupt nicht gibt. Was vor dir hockt, ist ein Bündel von Durcheinander. Die baten Jesus: Schick uns nicht in die Hölle! In der Nähe weidete eine Schweineherde auf dem Berg. Und sie baten ihn, in die Schweineherde fahren zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da verließen sie den Mann und fuhren in die Schweine. Die ganze Herde stürzte sich über das steile Ufer in den See und ertrank. Der Mann, der geheilt wurde, bat Jesus, ihn doch mitzunehmen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte: Geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte. Ich zweifle nicht daran, dass Jesus tatsächlich Kranke oder sogenannt Besessene heilen konnte.
Dabei unterlief Jesus aber ein folgenschwerer Denkfehler. Jesus glaubte, dass seine exorzistischen und heilerischen Erfolge der schlagende Beweis wären, dass die Ankunft Gottes unmittelbar bevorstehe. Da ist jemand, der Menschen frei macht und damit unabhängig von der Gesetzesfurcht der Gesetzesausleger mit ihren 613 mosaischen Gesetzen und über 2000 Kommentargesetzen. Er macht einen Menschen mündig. Er lehrt ihn, seinen eigenen Gefühlen wieder Vertrauen entgegenzubringen, der Kompetenz in seinem Leben. Die kommen von Jerusalem, Schriftgelehrte, Pharisäer, und werfen ihm vor, dass er einen Dämon am Sabbat geheilt hat in der Synagoge. Es ist Sabbat, da darf man überhaupt nicht heilen. Und Jesus findet, man missversteht Gott in allem. Wenn Gott was will, ist, dass Menschen gesund sind, und das sollte am Sabbat noch leichter möglich sein als am Werktag. Diese aber sagen, nein, Gott hat zum Sabbat alle Tätigkeiten unterbunden und deshalb darf es nicht sein. Und sie erklären, nur im Namen des Baal-Sebul, des Obersten, der Satane, treibt er den Teufel aus. Wie heftig die verbalen Zusammenstöße waren, schildert uns der Evangelist Lukas in einer eindrücklichen Szene. Darin wird Jesus von einem Pharisäer zu Tisch geladen und kritisiert, dass er vor dem Essen die Reinigungsritten nicht vollzieht. Jesus kontert gereizt. Ihr Pharisäer reinigt zwar die Teller und Tassen, aber innen starrt ihr vor Raub und Schlechtigkeit. Jesus und die Jünger werden observiert. Dass einige Jünger am Sabbat Ehren abreißen und essen, provoziert abermals einen Streit. Jesus lässt sich von den Klerikern nichts vorwerfen und er hält ihnen vor, dass der Mensch nicht für den Sabbat, sondern der Sabbat für den Menschen da sei. Political Correctness scheint ihn nicht zu interessieren. Wehe euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr versperrt den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr selbst kommt nicht hinein und hindert alle, die hinein wollen. Ihr sprecht lange Gebete, um einen guten Eindruck zu machen. In Wahrheit aber seid ihr Betrüger, die hilflose Witwen um ihren Besitz bringen. Ihr werdet einmal besonders streng bestraft werden. Wehe euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr reist um die halbe Welt, um auch nur einen einzelnen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann verderbt ihr ihn so, dass er eure Höllenstrafe doppelt verdient. Die Quellen lassen vermuten, dass sich in jenen Tagen um Jesus wahrscheinlich auch eine feste Gruppe von Anhängern bildet. Die Evangelien nennen die Zahl 72. Das Besondere daran, es werden auch Frauen namentlich genannt. Susanna, Salome, Miriam und Johanna, die Frau des Chusa, der offenbar das hohe Amt eines Finanzverwalters am Hof des Herodes bekleidete. Sie alle werden in den Evangelien unter anderem auch ausdrücklich als Sponsoren der Bewegung bezeichnet. Eine dieser Frauen beflügelt bis heute die Fantasie der Menschen. Miriam, die Frau aus dem Dorf Magdala, besser bekannt als Maria Magdalena. Magdala war zur Zeit Jesu alles andere als ein armseliges Fischernest. Die Siedlung war nämlich ein durch Handel und Fischverarbeitungsindustrie wohlhabend gewordener Ort. Der Fisch aus dem See Genezareth bescherte sogar der gesamten Region einen gewissen Wohlstand. Entgegen anderslautender Behauptungen wird die Präsenz dieser Miriam aus Magdala in den Evangelien keineswegs unterdrückt. Im Gegenteil scheint sie in der Schar der Anhänger sogar einen besonderen Status gehabt zu haben. Es ist für viele Frauen stoßend, dass der christliche Glaube so männerlastig ist. Geprägt ist. Und das ist nicht zwingend. Dies stand
allerdings im krassen Gegensatz zu den damaligen Sitten. Der im ersten Jahrhundert lebende jüdische Philosoph Philo von Alexandria verbannte die Frau grundsätzlich ins Haus, Jungfrauen sogar in die hinteren Gemächer. Wie ungeheuer revolutionär es war, dass Jesus Frauen in seine Schar aufnahm, erkennt man erst, wenn man sich die damalige gesellschaftliche Situation in Israel vergegenwärtigt, in der Frauen weder vor Gott noch vor Gericht einen Status hatten. Paul Verhoeven umschreibt in seinem Buch pointiert: Eine Frau hatte im damaligen Palästina ungefähr den Wert einer Ziege. Diese Zustände erklären vielleicht auch, weshalb sich Jesus so rigoros gegen die Ehescheidung stellte, die praktisch immer und allein zum Nachteil der rechtlosen Frau ausfiel. Trotz Jesu Nähe zum anderen Geschlecht darf man aber keine falschen oder populären Schlüsse ziehen. Dass Jesus und Maria Magdalena in einem leidenschaftlichen, sogar öffentlichen Verhältnis gestanden haben, aus dem sogar ein Kind hervorgegangen sei, wie das etwa Dan Brown in seinem Roman Da Vinci Code behauptet, hat kaum etwas mit der damaligen Realität zu tun. Und dann formt Jesus aus seiner großen Gefolgschaft einen inneren Zirkel, einen Zwölferkreis, der ihn nun bis zum Schluss begleiten wird. Matthäus, Markus und Lukas nennen ihre Namen. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte. Dazu Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Es ist eine Aufbruchstimmung, eine frohgemute Aufbruchstimmung, und dann kommt die immer gezieltere Opposition, dann beginnt die Polemik, dann beginnt der Schlagabtausch, der dann schließlich eben in die Endphase der Katastrophe mündet, und das ja doch in einem relativ kurzen Zeitraum. Jesus entfaltet in der Folge eine rege Predigertätigkeit und es wird von zahlreichen Wundern erzählt. Insgesamt von nicht weniger als deren 34 berichten die Evangelien. Er heilt Blinde, Lahme, Aussätzige und Kranke aller Art. Der Rabbi aus Nazareth ist in aller Munde. Lukas berichtet eine eindrückliche Szene. Unterwegs drängten sich die Menschen von allen Seiten an Jesus heran. Es war auch eine Frau dabei, die schon seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen zu den Ärzten getragen, aber keiner hatte ihr helfen können. Sie trat von hinten an Jesus heran und berührte einen Zipfel seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Jesus fragte: Wer hat mich berührt? Keiner meldete sich und Petrus sagte: Herr, die Leute drängen sich doch so um dich. Aber Jesus erwiderte: Jemand hat mich berührt. Ich spüre, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau sah, dass es sich nicht mehr verheimlichen ließ, kam sie zitternd heran und warf sich vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie ihm, warum sie ihn angefasst hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus sagte zu ihr: Dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden. Der Wunderheiler aus Nazareth ist offenbar für alle und jeden ansprechbar. Selbst ein Offizier der Besatzungsarmee wird von ihm nicht abgewiesen, als dieser ihn bitten lässt, seinen todkranken Stallburschen zu retten. Als die Boten des Offiziers ins Haus zurückkamen, war der Bursche gesund. Zweimal erweckt der offenbar Verstorbene, zumindest scheint Tote zum Leben. Der Jüngling von Nain und die 12-jährige Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Sie lachten ihn aus, aber er drängte alle bis auf die Eltern des Mädchens und die 3 Jünger aus dem Haus. Dann ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte: Talitha kum. Das heißt, steh auf, Mädchen. Die Eltern waren fassungslos. Zur selben Zeit, in der Jesus durch diverse Wundertaten von sich reden macht, lässt Herodes Antipas Johannes den Täufer ins Gefängnis werfen. Die heutige Forschung hält es für wahrscheinlich,
dass der Täufer auf der Herodesfestung Machaerus auf der östlichen Seite des Jordans im heutigen Königreich Jordanien festgehalten wurde. Johannes wird schließlich auf Drängen der Frau des Königs im Kerker enthauptet. Kurz davor, berichtet uns Matthäus im 11. Kapitel, will der Todgeweihte Klarheit haben. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten Jesu gehört. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du der Retter, der kommen soll, fragten sie, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes hin und berichtet, was ihr hier gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gesund, Taube können hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Wunder geben immer wieder Anlass zu kontroversen Diskussionen. Sie passen so, wie sie im Neuen Testament geschildert werden, kaum mehr zu unserem Denken. Bei den damaligen Zeitzeugen herrschte über Jesu Heil- und Wunderkräfte allerdings keine Zweifel, wie auch aus nichtchristlichen Quellen hervorgeht. Auch der große jüdisch-römische Historiker Josephus Flavius erwähnt ausdrücklich, dass Jesus von Nazareth der Vollbringer ganz unglaublicher Taten gewesen sei. Dafür, dass sich tatsächlich Außerordentliches ereignete, spricht immerhin die offensichtlich rasend schnell wachsende und ungeheuer große Popularität, die Jesus in kürzester Zeit erlangte. Derweil lässt Herodes, laut Matthäus und Markus, auf Drängen seiner Frau und seiner Tochter Johannes den Täufer hinrichten und dessen Jünger berichten Jesus vom Tod ihres Meisters. Als Jesus das erfahren hatte, verließ er die Gegend und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute merkten es und folgten ihm von überall her auf dem Landweg. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine Riesenmenschenmenge vor sich. Da erfasste ihn Mitleid und er heilte ihre Kranken. Jesus blickte auf und sah, dass die Menschenmenge sich näherte. Er wandte sich an Philippus. Wo können wir genügend Nahrung kaufen, damit alle diese Leute satt werden? Philippus antwortete, man müsste für über 200 Silberstücke Brot kaufen, wenn jeder wenigstens eine Kleinigkeit erhalten sollte. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder des Simon Petrus, sagte, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was hilft das bei so vielen Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren ungefähr 5000 Männer. Was nun folgt, gilt als eine der ganz großen überlieferten Wundertaten Jesu. Allen 4 Evangelien zufolge sättigt Jesus 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder, mit lediglich 5 Brotlaiben und 2 Fischen. Ob nun die Wirkung in Jesu wortgewaltiger Rhetorik lag oder ob er tatsächlich ein grandioses Wunder wirkte, eine eindrückliche Kundgebung muss an diesem Abend tatsächlich stattgefunden haben. Während Matthäus, Markus und Lukas dieses nächtliche Happening nicht weiter kommentieren, scheint bei Johannes die Stimmung explosiv und aufgepeitscht. In jener Nacht will die Menge Jesus zum König machen, wenn es sein muss, mit Gewalt. Man denkt unter Messias an einen König, und zwar im davidischen Sinne. Ein Nationalmessias, ein Militärmessias, der die Römer zermalmen wird wie ein Stössel im Marser und Israel befreien wird, Großmachtsansprüche artikuliert. Dieser ganze chauvinistische Popanz ist Jesus zuwider, weil Menschlichkeit Gottes kein Kampfbegriff sein kann gegen andere Menschen. Es ist nicht möglich, Gott zu benutzen wie noch in der Bush-Ära, im Golfkrieg 2003 oder wie jetzt noch wir in Afghanistan, Gott gegen Gott, Abendland gegen Orient, wer ist der Richtige? Wer von Gott so redet, dass er der Fabrikant von Stacheldraht wird, um Menschen von Menschen zu trennen, versteht Gott nicht. Jesus schickt nach dieser Kundgebung seine Jünger, das Boot zu holen. Tatsächlich fordert uns die Schilderung, in der Jesus noch in derselben Nacht über das Wasser geht, noch mehr heraus als die angebliche Brotvermehrung. Zumindest 3 der 4 Evangelisten, unter ihnen sogar die möglichen Augenzeugen Matthäus und Johannes, behaupten, dass die Apostel ihren Rabbi auf dem Wasser gehen sahen. Aber auch der Evangelist Markus schildert es uns. Und von ihm weiß man, dass er zumindest mit einem der Augenzeugen Jesu auf engster Tuchfühlung war. Markus war nämlich später nicht nur Schüler,
sondern auch Dolmetscher des Simon Petrus. Folgen wir dem möglichen Augenzeugen Johannes, so gibt es in Kapernaum nach der geschilderten Brotvermehrung eine heftige Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Menschen in der Synagoge. Offenbar verlangen die Leute, so berichtet es jedenfalls Johannes, nach neuen spektakulären Wunderzeichen. Jesus verweigert sich und spricht über die spirituelle, die göttliche Dimension seines Wirkens, was die Menge aber durchaus nicht hören will. Es scheint fast, als provoziere Jesus die Menge absichtlich. Er verweist auf seine göttliche Autorität, was fast einen handgreiflichen Tumult auslöst. Viele seiner Anhänger hörten das und sagten: Was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus merkte, dass sie sich entrüsteten. Deshalb sagte er zu ihnen: Ist euch das schon zu viel? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war? Als seine Anhänger das hörten, wandten sich viele von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da sagte Jesus zu seinen 12 Jüngern: Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist unser Herr. Zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen jetzt, dass du der Gesandte Gottes bist. Er kennt natürlich die Ambitionen seiner Leute und er hat ja mit seinen Aposteln auch viel Ärger gehabt. Die kommen eigentlich immer zu gut weg. Also das war doch ein sehr mühsamer Club. Die Rivalitäten waren an der Tagesordnung. Man muss ja das immer auch genau realistisch sich vorstellen, wenn die über Land gehen oder wenn der da mit einem eine Stunde lang geht, nicht? Und dann sieht man noch, wie die intensiv miteinander reden. Was ist dann mit den anderen dahinter? Ja? Werden da Posten verteilt? Ist da schon wieder was im Busch? Es gibt bei Jesus auch so etwas wie Stimmungsschwankungen, wo er auf der einen Seite mit Sündern anerkanntermaßen geduldig ist, also mit Leuten, die zu ihm kommen, und dann auf der anderen Seite wieder eine ganz massive Ungeduld an den Tag legt. Wo er den Jüngern nicht mehr verzeihen kann, fast, dass sie jetzt da nicht konkret Vertrauen haben, nicht? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Also ich möchte langsam oder gelegentlich diesen Klüngel los sein. Ich hab genug, ich hab satt, mich mit euch herumzubalgen. Es kommt ja sowieso nichts heraus. Dann an einem Abend kann man Frieden schließen, sagt ja Meister und so, und am anderen Tag ist wieder der Teufel los. Das war ja wohl die Realität in der apostolischen Nachfolge, nicht? So geht es ja weiter, nicht? In der Kirchengeschichte. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger antworteten: Einige halten dich für den Täufer Johannes, andere für Elia, und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer der Propheten. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 6 Tage später nahm Jesus die 3 Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider wurden weiß. Auf einmal standen 2 Männer neben ihm und sprachen mit ihm. Es waren Moses und Elia. Sie erschienen in himmlischem Glanz und sprachen über das, was nach Gottes Plan in Jerusalem mit Jesus geschehen sollte. Petrus und die anderen Jünger waren in einen tiefen Schlaf gefallen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner ganzen Hoheit und die beiden Männer an seiner Seite. Als die beiden weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Moses und eins für Elia.
Er wusste aber nicht, was er da redete. Während er noch sprach, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und die Jünger bekamen Angst. Aus der Wolke sagte eine Stimme: Dies ist mein Sohn, den ich erwählt habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme ausgeredet hatte, war nur noch Jesus zu sehen. Die Jünger behielten alles für sich und erzählten niemandem, was sie gesehen hatten. Alle vier Evangelien schildern das mysteriöse Verklärungsereignis. Was immer nun auf diesem Berg geschehen sein mag, nach dieser Begebenheit kehrt der Alltag wieder ein. Am Fuß des Berges erwartet Jesus einmal mehr eine Menschenmenge und er heilt ein epileptisches Kind. Aber die späteren Ereignisse werfen bereits ihre Schatten voraus. Während die Leute noch staunten über das, was Jesus tat, sagte er zu seinen Jüngern: Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage. Bald wird der Menschensohn den Menschen ausgeliefert werden. Daraufhin erklärte Jesus den Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Gesetzeslehrer werden ihn verurteilen. Man wird ihn töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus sagte das ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Aber Jesus drehte sich um und wies Petrus vor allen Jüngern zurecht. Geh weg, du Satan! Du denkst nicht, wie Gott denkt, sondern wie Menschen denken. Die Evangelien machen es deutlich und auch hier dürften wir uns auf historisch gesichertem Terrain befinden. Jesu Anhängerschaft ist größer als je zuvor. Jesus von Nazareth scheint bei seinem letzten Besuch in Jerusalem im Frühling des Jahres 30 auf dem Zenit seines Wirkens. Entsprechend hoch mochten die Erwartungen der Jünger und Bewunderer sein. Jesus verlangt und verspricht immer wieder Vergebung. Aber er spricht auch vom Gericht. Und er warnt eindringlich, wie nicht nur Lukas berichtet, dass das Himmelreich nicht Wohlfall zu haben ist. Gebt euch Mühe, durch die enge Tür hindurchzukommen. Ich versichere euch, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Also das Feuer kann man sich ja nicht wörtlich nehmen, oder die Schlange, die ewige Schlange oder was immer, die ewige Dunkelheit, das sind Bilder. Aber es ist das Ernstnehmen der Verantwortung des Menschen. Der Mensch kann letztlich sein Heil verspielen. Im März des Jahres 30 macht Jesus Zwischenhalt in Jericho, heilt 10 Aussätzige, einen Blinden und ist zu Gast bei einem offenbar kleinwüchsigen Zöllner Zachäus. Längst wissen die Tempelbehörden in Jerusalem, dass ein großer Pulkin am Marsch ist. In diesen Zeitabschnitt fallen möglicherweise auch die Großzahl von Jesu berühmten Gleichnissen. Die Parabel vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, vom anvertrauten Geld, vom Richter und der Witwe, vom untreuen Verwalter. Und das vielleicht berühmteste, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Gewalt, die Kraft, die Macht, die in solchen Gleichnissen steckt, darin besteht, was sie in den Zuhörern und Zuhörerinnen bewirken. Dass sie Geschichten sind, die ihre Zuhörerinnen und Zuhörer hineinnehmen in eine Welt und dann fiebert man, wenn die Geschichten gut erzählt sind, mit dem Hirten, der 99 Schafe im Stich lässt, um ein einziges Schäflein zu holen. Oder man staunt über das Senfkorn, das von einem kleinen Samen zu einem großen Baum wird. Dieses Hineinnehmen, dieses die Hörer und Hörerinnen ausrichten auf etwas. Darin liegt für mich die Dynamis, die Macht, die Überzeugungskraft von den Predigten von Jesus, wie sie jetzt in den Evangelien überliefert worden sind. Der Evangelist Johannes erwähnt erstaunlicherweise als einziger, dass Jesus in Bethanien, unweit von Jerusalem, seinen 4 Tage zuvor verstorbenen Freund Lazarus zum Leben erweckt. Und alsbald überschlagen sich die Ereignisse.
Da beriefen die führenden Priester mit den Pharisäern eine Sitzung des Rates ein und sagten: Was sollen wir machen? Dieser Mann tut so viele Wunder. Wenn wir ihn weitermachen lassen, werden noch alle zu seinen Anhängern. Dann werden die römischen Behörden einschreiten und unseren Tempel und unser Volk vernichten. Kaiphas, einer von ihnen, der in diesem Jahr oberster Priester war, sagte: Wo habt ihr euren Verstand? Seht ihr nicht, dass es besser für uns ist, wenn nur einer stirbt, als wenn das ganze Volk vernichtet wird? Von diesem Tag an waren sie fest entschlossen, Jesus zu töten. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Pessachfest gekommen war, dass sich Jesus auf dem Weg nach Jerusalem befand. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen: Lob sei Gott! Heil dem, der in seinem Auftrag kommt! Heil dem König Israels! Jesus spricht täglich im Tempel. Die Tempelautoritäten indessen sehen sich noch mehr herausgefordert. Wer hat dir das Recht gegeben, hier so aufzutreten? Wer hat dich beauftragt? Jesus antwortete ihnen: Auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, woher hatte Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Sie berieten sich miteinander. Wenn wir sagen von Gott, dann wird er uns fragen: Warum habt ihr dann dem Johannes nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, dann wird uns das Volk steinigen, denn sie sind alle überzeugt, dass er ein Prophet war. So sagten sie zu Jesus: Wir wissen es nicht. Gut, sagte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mich beauftragt hat. Johannes und die anderen drei Evangelisten sind sich einig. Der Rabbi aus Nazareth ist beim Volk beliebt und zu populär geworden. Sie beginnen, Jesus öffentlich auf die Probe zu stellen. Soll eine Ehebrecherin gesteinigt werden, wie es das Gesetz des Mose vorsieht? Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete Jesus sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Wortführer gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Gut, sagte Jesus, ich will dich auch nicht verurteilen. Du kannst gehen, aber tu es nicht wieder. Lukas berichtet, dass die Priester Leute ausschicken, die sich als einfache, fromme Juden ausgeben. Sie sollen Jesus bei einem verfänglichen Wort ertappen, das ihn den Römern ans Messer liefert. Darf man dem Kaiser Steuern bezahlen? Eine heikle Frage, geradezu perfid. Sagt Jesus ja, so verärgert er die Zeloten und Eiferer und enttäuscht seine Anhänger, die das neue Königreich Israel herbeiwünschen. Verneint er, so kann das leicht als Aufruf gegen die römische Besatzungsmacht gedeutet werden. Und da reagieren die Besatzer äußerst empfindlich. Rabbi, dürfen wir nach dem Gesetz Gottes dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen: Zeigt mir eine Münze. Wessen Bild und Name ist darauf zu sehen? Sie antworteten: Des Kaisers. Da sagte Jesus: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. So konnten sie ihm vor den Leuten nichts anhaben. Sie waren von seiner Antwort überrascht und wussten nichts mehr zu sagen. Die Evangelien lassen keinen Zweifel offen. Für die Priesterschaft musste Jesus verschwinden. Aber auf offener Straße war da nichts zu machen. Der neue Messias war zu populär und zu beliebt beim Volk.
Falls es bei einer Verhaftung einen Tumult geben sollte, war das durchaus gefährlich. Eine spontane Revolte wäre möglich gewesen. Und jetzt, zur Zeit des Pessachfestes, war die Stadt voll von allerlei jüdischen Pilgern aus aller Welt. Es müsste bloß einen Zugang zum inneren Zirkel dieser Jesusbewegung geben und dann die Falle zuschnappen lassen. Einmal, wenn sie ganz unter sich sind, ohne Öffentlichkeit. Aber wie sollte man des Volksverführers habhaft werden, wenn das im Tempel und in der Öffentlichkeit nicht geht? Wie soll man ihn finden? Hunderttausende von gleich aussehenden Männern mit langen Gewändern, Bärten und Turbanen befinden sich kurz vor Pessach in Jerusalem. Das ist eine ganz fiese und eine ganz starke Geschichte. Und auch wie er ihn verrät mit einem Kuss, das ist ja unglaublich. Judas war ein, er hätte ein politisch sehr engagierter sein können, der seine Hoffnung darin gesetzt hat, Jerusalem von den verhassten Römern zu befreien. Und als er gesehen hat, Jesus hat das nicht im Sinn, war er so enttäuscht, dass er sich von ihm abgewendet hat und hat Jesus als Verräter gesehen, weil er könnte, aber hat nicht. Und für ihn war das vielleicht gerecht, wobei das Ende ist ja schon so, er bereut es. Als die Zeit für das Pessachmahl da war, setzte sich Jesus mit den Aposteln zum Essen. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Pessachmahl mit euch zu feiern, ehe ich leiden muss. Dann nahm Jesus den Becher, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und lasst ihn herumgehen. Denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn Gott sein Werk vollendet hat. Dann nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und reichte es ihnen mit den Worten, »Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das zur Erinnerung an mich.« Ebenso gab er ihnen den Becher mit den Worten, »Dieser Becher ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Aber seht her, der Verräter sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn wird zwar sterben, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Mann, der ihn verrät. Da fingen sie an, einander zu fragen, wer von ihnen denn so etwas über sich bringen könnte. Wohin willst du gehen? Fragte Simon Petrus. Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst später nachkommen. Warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Fragte Petrus. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Für mich sterben, erwiderte Jesus. Ich will dir sagen, was du tun wirst. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Er nahm ein Stück Brot und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Beeile dich und tu, was du tun willst. Keiner von den übrigen am Tisch begriff, was Jesus zu ihm sagte. Da Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Judas nahm das Brot an, dann ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Alle vier Evangelien berichten übereinstimmend, dass Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane am Ölberg geht, der gegenüber der Stadt an der Straße nach Bethanien liegt. Und alle Evangelisten außer Johannes berichten, dass Jesus etwas abseits betet und mit sich ringt. Er leidet offenbar schreckliche Ängste und bittet seinen Vater, diesen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Yeah.
Normalerweise wird für einen Gerichtsfall der Sanhedrin einberufen. Er besteht aus 71 Mitgliedern und ist die oberste Gerichts- und Politbehörde im jüdischen Gottesstaat. Doch in dieser Nacht verläuft die Sache anders. Jesus wird nämlich ins Privathaus des Hohepriesters Kaiphas und dessen Schwiegervater Hannas in der Oberstadt Jerusalems gebracht. Offenbar haben sich dort nur einige, womöglich handverlesene Priester eingefunden. War im Fall Jesu eine Verschwörung innerhalb der Priesterschaft am Werk? Jesus wird zum rabiaten Verhör vorgeführt. Entgegen landläufiger Meinung hatte der Sanhedrin auch unter den Römern durchaus das Recht, Todesurteile auszusprechen, wenn es sich um religiöse oder soziale Angelegenheiten handelte. Matthäus und Markus berichten von Zeugen, die sich aber bald schon widersprechen und sich in ihren Aussagen verheddern. Die Nerven liegen blank. Matthäus und Markus berichten, dass es den Hohepriestern in dieser Nacht offenbar nicht gelingt, eine juristisch einwandfreie Verurteilung zu erwirken. Doch Kaiphas gibt sich nicht geschlagen. Es bleibt die Möglichkeit, den unliebsamen Propheten bei den Römern als Aufrührer anzuzeigen. Der Herodespalast mit dem Prätorium liegt nur gerade 5 Gehminuten vom Haus des Hohepriesters entfernt. Der römische Statthalter residiert eigentlich in der Hafenstadt Caesarea Maritima am Mittelmeer, doch über Pessach weilt er jeweils selbst in Jerusalem, um die von Pilgern aus allen Nähten Platzen der Stadt persönlich zu beaufsichtigen. Als Pilatus geweckt wird, kann er nicht ahnen, dass er in wenigen Augenblicken den wohl berühmtesten Prozess der Menschheitsgeschichte führen wird, der ihn für immer in die Annalen der Geschichte einbrennt. Die Angaben in den Evangelien erlauben uns, einen ungefähren Verlauf dieses Freitags, den 7. April des Jahres 30, zu zeichnen. Eine Abordnung der Priesterschaft sucht den Präfekten Pontius Pilatus in seiner Residenz auf, ohne aber das Gebäude zu betreten. Die Priester wollen sich am Tag vor Pessach im Haus eines Heiden nicht verunreinigen. Dort trugen sie ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, wir sollen keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen. Außerdem hat er behauptet, er sei der König, den Gott uns schicken will. Zeitzeugen des Pilatus wie Flavius Josephus und Philo von Alexandria beschreiben den römischen Statthalter als Tyrannen, Erpresser, als Leuteschinder und durch korrupt. Einige Historiker halten es für ausgeschlossen, dass ein Despot wie Pilatus überhaupt ein Interesse am Angeklagten Jesus gehabt haben konnte. Doch wieso sollte sich ein Judenhasser wie Pilatus dem Sanhedrin willfährig zeigen? Als römischer Statthalter wird Pilatus mit Gewissheit von diesem galiläischen Wundertäter gehört haben. Gut möglich, dass dieser seltsame Angeklagte das Interesse des Präfekten zu wecken beginnt. Die Evangelien berichten, dass Pilatus Jesus im Innern des Palastes verhört, und sie erwähnen ausdrücklich, dass Pilatus Jesus insgesamt 3-mal befragt, wie es der damaligen römischen Rechtspraxis entsprach. Pilatus, so berichtet Johannes, tritt wieder vor die Ankläger hinaus. Die Priesterschaft ist fest entschlossen, den Nazarener loszuwerden. Dass das jüdische Volk Jesus habe kreuzigen lassen, ist eine ziemlich absurde Annahme. Die Menschen in Jerusalem wissen nämlich um 6 Uhr morgens noch nichts von den Dingen, die sich im Palast des Präfekten abspielen. Es ist üblich, dass ich jedes Jahr am Pessachfest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien. Nein, den nicht! Wir wollen Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber.
Nun drohen die Priester den Präfekten mit einer Meldung nach Rom. Die Botschaft ist denkbar einfach. Der römische Statthalter weigert sich, einen Aufrührer zu verurteilen und ist damit weder fähig noch willens, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Bei Matthäus und Markus heißt es dann kurz und bündig, dass Pilatus Jesus auspeitschen und kreuzigen ließ. Bei Johannes unternimmt der römische Statthalter einen letzten Versuch, den Angeklagten zu retten. Ich habe von den Anklagen, die ihr gegen ihn hervorgebracht habt, keine einzige bestätigt gefunden. Auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu mir zurückgeschickt. Der Mann hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Ich lasse ihn auspeitschen und gebe ihn dann frei. Josephus Flavius vermerkt, dass die Auspeitschung jeder Kreuzigung vorausging. Dabei handelt es sich um eine unsäglich brutale Tortur. Eine neunschwänzige Katze mit eingeknüpften Metall- und Knochensplittern legte die Körper der Delinquenten zum Teil bis auf die Knochen frei und hackte deren Haut und Fleisch in Fetzen. Eine Folter mit oftmals tödlichem Ausgang. Schlagen ihn mit Knüppeln und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie huldigen ihm und schicken danach den halbtotgeschlagenen zum Präfekten zurück. Da, seht ihn euch an! Als die führenden Priester und die Wächter ihn sahen, schrien sie im Chor: Kreuzigen! Kreuzigen! Wenn du ihn freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Schließlich siegte das Geschrei. Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Er gab ihnen Jesus preis. Und den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei. Was nun Jesus widerfährt, ist das wohl Schrecklichste, was die römische Zivilisation zu bieten hatte. Cicero nannte die Kreuzigung die grausamste und fürchterlichste Todesstrafe und Josephus Flavius bezeichnete sie als die erbärmlichste aller Todesarten. In der Zwischenzeit dürfte in Jerusalem die Kunde wie ein Lauffeuer durch die Straßen gegangen sein. Jesus, der Rabbi und Wundertäter, wird von den Besatzern gekreuzigt. Lukas vermerkt ausdrücklich, dass dem Hinrichtungszug eine große Menschenmenge zum Richtplatz gefolgt ist. Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgotha heißt. Dort wollten sie ihm Wein und einen betäubenden Zusatz geben. Aber Jesus nahm ihn nicht. Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten untereinander seine Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte.
Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Zugleich mit Jesus nagelten sie 2 Verbrecher am Kreuze, einen links und einen rechts von ihm. Auf dem Weg zur Kreuzigung wird den Verurteilten jeweils ein Holzschild mit dem Grund der Verurteilung vorangeführt. Die knappe Anklageschrift gibt im Johannesbericht Anlass zu heftigem Protest seitens der Priester. Pilatus nämlich lässt in 3 Sprachen, in der Amtssprache Latein, in der damaligen Weltsprache Griechisch und in der jüdischen Sprache in Hebräisch vermerken: Jesus von Nazareth, König der Juden. Die führenden Priester sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, bleibt stehen. Nach römischer Sitte hatte das Exekutionskommando das Anrecht auf die persönliche Habe eines Verurteilten. Markus berichtet, dass die Legionäre Jesu Kleider verteilten und um das Gewand losten. Und genau das besagt erstaunlicherweise auch der einige hundert Jahre zuvor verfasste alttestamentliche Psalm 22. Noch verblüffender erscheint die Weissagung des Propheten Jesaja einige hundert Jahre zuvor. Unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Doch wir hielten ihn für einen Geschlagenen, den Gott getroffen und gebeugt hat. Er wurde durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen für unsere Missetaten. Zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Auch die Leute, die nur aus Schaulust hergekommen waren, sahen es und gingen tief beeindruckt weg. Alle, die Jesus kannten, besonders die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, standen weiter weg und hatten alles mit angesehen. Die Soldaten gingen hin und brachen die Beine der beiden Männer, die zusammen mit Jesus gekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Aber einer der Soldaten stach ihm mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Der Mann, der diesen Vorgang sah, hat ihn bezeugt. Und wir wissen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und er weiß es auch. Es war Abend geworden, da ging Josef von Arimathäa zu Pilatus. Weil es der Tag vor dem Sabbat war, bat er Pilatus um den Leichnam Jesu. Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon gestorben war.
Er ließ sich daher Bericht vom Offizier erstatten und fragte ihn, ob Jesus schon tot sei. Als der Offizier bejahte, überließ er Josef den Toten. Das stehen, im Bilde gesprochen, die hohen Priester und ihre Abgeordneten und haben die Bibel in der Hand. Da steht, verflucht ist, was am Holze hängt. Sie haben recht. Sie haben im Namen Gottes den Gotteslästerer getötet. Und zwar auf die grausamste Weise. Herr ach, Recht geschieht ihm. Und sie sind ganz in Ordnung mit ihrem Sadismus, mit ihrer Rechthaberei, mit ihrem Dauerwissen über Menschen. Sie haben gesiegt, denn da hängt er. Und der Erfolg muss ihnen recht geben. Sie haben es geschafft. I see pilgrims walking and I wonder where it's going to. I heard some wise men talking, but they've lost the key. The key to truth. Es war natürlich für die Christenheit zunächst mal schwer zu verstehen, ja, warum derjenige, dem sie nachgefolgt sind, den sie für denjenigen gehalten haben, der ihnen nun authentisch verkündet, was es mit der Herrschaft Gottes auf sich hat, den sie als zentralen, vielleicht entscheidenden, vielleicht als letzten Propheten angesehen haben. Warum nun ausgerechnet der diesen schändlichen Tod gestorben ist? Jemandem ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre nachgefolgt zu sein, die ganze Hoffnung und zum Teil wie bei Judas die politische Hoffnung auf diese Person gesetzt zu haben und er stirbt den schändlichsten Tod, den man sich vorstellen kann und nichts passiert und er ist tot. Das ist eine Erschütterung, das ist wahrscheinlich ein Trauma, was man sich kaum vorstellen kann. Und dass man dann wahrscheinlich nachvollziehbar machen könnte, dass die sich so sehr wünschen, dass etwas passiert, dass für sie tatsächlich etwas passiert. Finde ich aber wieder einen mageren Weg einfach. Deswegen ist es nicht meiner. Und dass Jesus auferstanden ist, dass sie ihn nicht kannten und dann doch kannten. Jesus muss ja nur Maria mit Namen nennen. Er muss bei den Emmaus-Jüngern das Brot brechen. Und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Und dann ist es ganz klar, dann ist es er und nicht ein anderer, der sagt, ich war früher mal der. Sondern es ist er in allem, was sie geliebt und gekannt haben. Ich kann mir das tatsächlich nur so vorstellen. Und dass da ein Ereignis sich Bahn brach und die gehen und erzählen und rennen, da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn wir sagen, etwas muss geschehen sein. Für das, was unmittelbar nach der Tragödie auf Golgatha geschehen ist, gibt es keine Quellen außerhalb der Evangelien. Alle vier Evangelisten schildern aber stringent und erstaunlicherweise ohne jedes Pathos die bewegenden Ereignisse, die sich in den Tagen und Wochen nach der Kreuzigung abgespielt haben sollen. Es wird berichtet, dass die Frauen, Miriam von Magdala, Salome und Maria, die Mutter des Jakobus, am frühen Sonntagmorgen zum Grab gehen, doch sehen sie, dass der schwere Stein weggerollt ist.
Ein freundlicher junger Mann im weißen Gewand verkündet den Frauen Jesu Auferstehung von den Toten. Seltsamer geschildert wird es uns im Johannesevangelium. Dort ist Maria von Magdala allein beim Grab ihres Herrn. Der Leichnam ist fort und sie weint. Ein Mann spricht sie von hinten an. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Wenn du ihn fortgenommen hast, so sage mir, wohin du ihn gebracht hast. Ich möchte hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte: Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt: Mein Herr. Jesus sagte zu ihr: Berühre mich nicht. Ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen von mir: Ich gehe zu dem zurück, der mein und euer Vater ist, mein Gott und euer Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und sagte: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete ihnen, was er ihr aufgetragen hatte. Historisch greifen kann man eine verzweifelte Jüngerschar vor Ostern und eine kleinmütige Jüngerschar, die flieht. Und plötzlich nach Ostern haben wir Jünger, die plötzlich anfangen, in der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden. Also erstmal in Jerusalem und Umgebung und dann aber tatsächlich dafür auch sterben, wie sie sagen. Und das zeigt natürlich, dass diese Auferstehungsbotschaft eine enorme historische Wirkungsmacht dann hatte. Doch wie waren Jesu Gefährten zum Glauben gekommen, dass in Jesus ihnen Gott selbst begegnet war? Denn genau davon waren sie überzeugt und viele der Jünger und Anhänger Jesu gingen für diese Überzeugung sogar in den Tod. Was aber war der Grund für diese ungeheure Dynamik, mit der sich die kleine Sekte zur größten Religion der Welt entwickelte? Jesus had been with us. And on top of that, he was killed. Dass Jesus tatsächlich und real gelebt hat, machte diesen Glauben, diese neue Religion, attraktiv und hoffnungsvoll. Jesus war nicht ein Mythos oder eine unsichtbare und undefinierbare Gottheit. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, der nachweisbar auf der Welt gelebt hatte. Hinzu kommt noch die ungeheuer eindrückliche Auferstehungsgeschichte. Jesus starb zweifellos an einem römischen Kreuz. Aber Jesu Anhänger behaupten, ihm als Auferstandenen begegnet zu sein. Dies war in der Tat neu und so voller Hoffnung, dass man sich dieser neuen Idee nur schwer entziehen konnte. A divinity that was walking among us, had been there, with us. Gott habe sich in der Person Jesu in Szene gesetzt, heißt es im Johannesevangelium. Bereits als Kind, spätestens aber seit ich mit 13 Norman Jewisons Film Jesus Christ Superstar gesehen habe, bin ich fasziniert von diesem Mann aus Nazareth. Von seiner Menschlichkeit und von seinem gleichzeitig ungeheuren Anspruch, der alles Vorstellbare übersteigt. Und in Jesus zeigt sich uns keine einfache Persönlichkeit. Alle Evangelien schildern uns Jesus von Nazareth als einen Menschen mit Ecken und Kanten. Schwer zu fassen. Emotional und mitunter zwiespältig. Wenn sich uns nun Gott selbst in Jesus gezeigt hat, ist dann auch Gott nur schwer fassbar, emotional und zwiespältig? Wenn wir nach gültigen Antworten suchen, wird die Menschwerdung Gottes unseren Intellekt zwangsläufig überfordern. Unausweichlich berühren sich letztlich Glaube und Wissen, und am Schluss bleibt es an jedem selbst, sich ein Bild zu machen von ihm, dem Baumeistersohn Jeschua ben Josef, dem Gottessohn und Erlöser Jesus Christus, zumindest dem unbestreitbar historischen Jesus von Nazareth. Stand on a lonesome crossroad where the devil tries so to find him.
of the ocean. See the sunset on the deep blue sea. And how could I have a notion about eternity? I am sure. Watch more fire.